Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner FC Barcelona Manager-Karriere. Wir beginnen direkt mal mit dem El Clasico gegen Real Madrid. Die beginnen mit einer 4-3-1-2-Formation. Wir beginnen mit unserer absoluten Top-11 nicht. Denn ja, viele haben keine Ausdauer aufgrund der Champions League-Partie aus der letzten Partie, sodass wir jetzt hier mit dieser Elf beginnen werden. Ja, viele Spieler haben keine Ausdauer, aber trotzdem müssen wir es jetzt mit dieser Elf schaffen. Gegen Real Madrid wird es natürlich extrem schwer. Es heißt Erster gegen Zweiter, es heißt El Clasico. Ja, ich bin sehr gespannt, wie wir diese La Liga-Partie überstehen werden. Es gibt höchstwahrscheinlich eine ziemlich rote Karte vor der Bank von Barcelona für den Real Madrid-Spieler. Grund dafür ist natürlich ein extrem hartes Einsteigen an Araujo. Hier sehen wir es nochmal. Und damit ist Real Madrid nur noch zu 10. Freistoß für uns. Araujo bringt diesen Ball jetzt nach vorne auf den Real Madrid-Spieler. Christensen bekommt den Ball. Findet jetzt Pablo Gavi. Gavi versucht es, aber der Torhüter hält. Real Madrid jetzt im Angriff und Longley kommt nicht hinterher. Ter Stegen kann nicht halten. Somit geht jetzt Real Madrid in Führung. Das in Unterzahl und in der 19. Spielminute. Finja findet Petri. Petri rennt jetzt hier nach vorne. Vorbei an Jonathan Tah. Petri versucht es, der Torhüter hält. Ferran Torres kommt nicht mehr zum Schuss. Eckball für unsere Finja bringt diesen rein jetzt auf Ferran Torres. Der kommt zum Abschluss und trifft. Und dann kommt hier dieses Teleportieren, warum auch immer. Aber wir treffen auf jeden Fall und gleichen damit aus in diesen El Clasico. Madrid jetzt im 16-Meter-Raum. Christensen macht Druck, konnte jetzt hier diesen Angriff erstmal stören, aber trotzdem ist jetzt logischerweise die Lücke da und da wird getroffen in der 60. Spielminute. Madrid jetzt über den Flügel. Alejandro Balde versucht die Lücke zu schließen, das schafft er nicht und dann kommt der Schuss und jetzt gehen wir schon mit zwei Toren in Überzahl. Ja, verlieren wir einfach hier komplett gerade, weil warum auch immer. Ich weiß es ehrlicherweise nicht, warum das so lückenhaft hinten ist. Einwurf für Real Madrid. Rafinha erobert diesen Ball. Richtig stark gemacht. Rafinha rennt jetzt hier auch nach vorne. Findet Robert Lewandowski. Der kommt zum Schuss, aber der Torhüter pariert. Real Madrid Fehlpass. Und dann das. Es ist 4-1. Wir können schnell simulieren. Absolute Katastrophenleistung. Ich weiß noch nicht mal warum. 4-1 verlieren wir am Ende. Ja, es war katastrophal, kann man sagen. Klar war das nicht die absolute Top-11, aber vor allem in der Defensive mit Araujo, der jetzt hier laut meiner Meinung nach komplett jetzt aussortiert wird, denn er macht einfach zu schlechte Sachen bei uns. Er ist jetzt auf der Transferliste, er wird auch darauf geschickt. Es werden Konsequenzen erst daraus ziehen, weil Araujo ist schon die letzten Partien unfassbar schlecht gewesen und somit können wir jetzt leider unsere Siegesserie nicht vorführen. Wir sind immer noch aber trotzdem auf den ersten Platz mit 24 Punkten, gefolgt vom Real Madrid mit 22. Danach kommt Villarreal, was auch die nächste Partie ist. Wir haben richtig anstrengende Wochen. Danach kommt auch nochmal Leverkusen in der Champions League. Es wird richtig hart. Auf jeden Fall gehen wir jetzt rein in die nächste Partie gegen Villarreal. Die beginnen mit einer 4-1-4-1-Formation. Wir beginnen natürlich mit unserer absoluten Top-11. Darunter ohne Ferran Torres und Rafinha, denn zum einen darf Sancho ran, als auch Farias. Beide waren richtig gut zuletzt. Mal schauen, ob sie es nochmal unter Beweis stellen können. Ja, yes, Facundo Farias jetzt über den Flügel, rennt jetzt hier einfach mal nach vorne, nutzt seine Geschwindigkeit, rennt durch, findet Petri, der kommt nicht so richtig zum Abschluss. Lewandowski auch nicht. Jetzt Wan-Bissaka versucht nochmal aufzulegen auf Farias, der zieht an. Und so ist er pariert. Sancho jetzt über den Flügel, dribbelt jetzt hier ein bisschen rum, kommt Farias vorbei. Und Lewandowski, der nimmt den Ball richtig stark an. Robert Lewandowski mit dem ersten Treffer in der 26. Spielminute. Und damit führen wir mit 1-0. Lewandowski am Ball. Lewandowski findet Farias jetzt hier komplett frei. Farias dribbelt sich vorbei. Farias mit dem nächsten Treffer. Doppelschlag von den Barcelona-Spielern. Ja, richtig gut hier reingestartet. Damit machen wir den zweiten Treffer. Bei Stoß für Villarreal. Die Hereingabe kommt jetzt rein. Pavard klärt auf Var. Der bekommt den Ball, setzt sich auch durch gegen den Gegenspieler und rennt hier nach vorne. Hat keine Mitspieler, aber er braucht keine, denn er kann einfach mal nach vorne rennen. Farias schaltet am Torhüter. Eckball für uns. Frenkie de Jong bringt diesen jetzt rein auf Benjamin Pavard. Der kommt nicht zum Abschluss. Gavi kommt zum Abschluss, aber er wird geblockt. Petri kommt auch nochmal zum Abschluss. Und jetzt gibt es auch noch einen Elfmeter, ein komplettes Durcheinander. Hier schauen wir uns jetzt nochmal die Szene an. Es geht um die Petri-Szene. Er ist zum Schuss gekommen und danach wurde er umgecheckt.
Somit gibt es einen Elfmeter. Robert Lewandowski steht auch schon bereit für diesen Elfmeter, läuft an und zieht ab und zwar ganz sicher ins obere Eck. Und damit macht er den dritten Treffer für die Katalanen. Jetzt Villarreal über den Flügel. Balde kommt nicht mehr hinterher. Jetzt wird aufgelegt. Der Schuss kommt. Wunderbar gespielt von Villarreal. Und damit macht die Heimmannschaft den ersten Treffer. Diese Partie wurde abgepfiffen. Wir gewinnen mit 1:1. Sehr überlegen auswärts. Das kann man einfach mal so stehen lassen und hinnehmen. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dieser Leistung. Wir sind zurück in der Champions League gegen Bayern 04. Leverkusen bestreiten wir auch die nächste Partie. Die sind aktuell Zweiter, wir sind ja aktuell Erster und beide sind punktgleich. Das heißt, die Leverkusener beginnen auf jeden Fall mit einer 3-4-2-1 Formation und es heißt natürlich, ja, dass es extrem knapp werden wird und auch spannend. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, Pavard geht raus für Christensen, Pavard bleibt auch zu Hause. Martinez kommt dafür mit. Ja, Balde bleibt drauf. Auch Wan-Bissaka, die sind beide sehr, sehr zuversichtlich und auch ja extrem stark die letzten Spiele gewesen. De Jong wird es spielen, dafür aber leider Petri nicht. Und jetzt gehen wir auch rein in diese ja schönes, sehr schönes Duell. Ich bin sehr gespannt. Wir sind auf jeden Fall in diesem Hinspiel, sage ich es jetzt einfach mal, im Camp Nou. Ich bin sehr gespannt, wirklich, wie sich Leverkusen schlägt, wie wir uns schlagen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal rein und schauen, wer hier gewinnt. Eckball jetzt für uns. Ferran Torres bringt diesen rein auf Robert Lewandowski. Aber der kommt, ja, richtig gut sogar, muss man sagen. Aber der Torhüter kommt halt noch dazwischen. Es gibt die rote Karte für Balde. Okay, hätte ich nicht damit gerechnet. Das wird höchstwahrscheinlich als Notbremse gesehen. Hier sehen wir jetzt nochmal, es war eine Kontermöglichkeit für Leverkusen. Balde grätscht voll rein und damit sind wir in Unterzahl. Jetzt ist die Mitte komplett offen. Araujo kommt noch mit dazu. Ronald Araujo kann ihn nicht aufhalten. Da führt Ter Stegen mit dieser wunderschönen Parade, aber trotzdem immer noch Leverkusen im Angriff. Leverkusen und wieder Ter Stegen. Ein Eckball für unsere Finja bringt diesen rauf. Rein auf Ronald Araujo, nicht nur er kann das, sondern auch Lewandowski, aber hier ist Ronald Araujo zur Stelle. Ferran Torres jetzt über den Flügel gegen Konaté, immer noch Ferran Torres, wartet jetzt auf seine Mitleute, jetzt der Hohlbau auf Alonso, Alonso auf Lewandowski, der kommt nicht zum Schuss, De Jong kommt aber der Mann blockt ihn. Leverkusen jetzt im Angriff, Gavi hilft aus auf den Flügel, die Hereingabe kommt rein, er kommt komplett frei zum Kopfball, Araujo hätte da stehen müssen. Ist aber leider nicht und damit kassieren wir jetzt hier diesen Gegentreffer. Freistoß für Leverkusen. Gavi rennt direkt rein, denn der wird kurz ausgeführt. Araujo macht Druck, jetzt ist da die Lücke. Leverkusen im Angriff und dann machen sie auch den Treffer. Sie drehen die Partie nach weniger Minuten und damit vergeben wir unsere Führung. Diese Partie findet ein Ende. Wir verlieren mit 2:1. Grund dafür ist höchstwahrscheinlich die rote Karte. Am Ende hatten wir unfassbare Ausdauerprobleme und das hat uns einiges vermiest. Mal schauen, ob wir das in Zukunft auch verhindern können. So welche Niederlagen. Und auch gegen Granada verlieren. Wir müssen einfach so langsam in Fahrt kommen, denn so kann es definitiv nicht weiterkommen. In der letzten Folge nur gewonnen bzw. unentschieden gespielt. Jetzt schon die dritte Partie, die wir verloren haben. Wir konnten auch mal wieder gewinnen in der Liga gegen den FC Getafe. Dank Robert Lewandowskis Doppelpack gewinnen wir am Ende mit 2:1. Wir sind wieder zurück in der Champions League. Wieder gegen Leverkusen und wieder beginnen sie mit einer, ja, Formation, die wir schon kennen. Alejandro Balde ist gesperrt. Wir gehen rein in die Schnellsimulation und gewinnen diesmal mit 3:1 dank Ferran Torres, Lewandowski und nochmal Ferran Torres. Also in Überzahl konnten wir gewinnen. Hier konnten wir es auch unter Beweis stellen. Und durch diesen Sieg konnten wir uns auch wieder Platz 1 sichern in der Champions League Gruppe. Hier sehen wir es, 7 Punkte. Leverkusen hat auch 7 Punkte. Wir haben aber gewonnen. Deswegen sind wir auf Platz 1. Fenerbahce auf Platz 3 mit 6 Punkten. Und Bodo bleibt bisher bei 2 Punkten. Ich bin sehr gespannt. Ja, es ist auf jeden Fall ein Rennen ums Weiterkommen. Denn es sind 7, 7 und 6 Punkte, was auf jeden Fall eng beieinander ist. Jetzt, bevor wir aber uns um die Champions League weiterhin sorgen, gehen wir rein in die nächste Partie gegen Levante. Die beginnen mit einer 4-4-2 Formation. Wir beginnen natürlich mit unserer 4-3-3 Formation, aber nicht Top 11. Denn zum Beispiel ein Benjamin Pavard kann nicht mehr. Deswegen kommt Christensen rein, weil die ist auch angeschlagen. Er wird aber spielen. Torres darf auch spielen, Rafinha aber leider nicht. Denn dafür darf Jadon Sancho mitkommen, beziehungsweise spielen direkt. Farias wird ersetzt durch Gündogan.
Pava bleibt auch direkt mal zu Hause. Dafür kommt Martinez mit und Garcia kommt mit für Alonso. Auch Pickford darf mal wieder spielen für Ter Stegen und damit gehen wir jetzt rein in diese Partie. Es heißt 2. gegen 17. Das heißt, wir sind der Klaus hohe Favorit gegen Levante. Ich bin sehr gespannt, ob wir das auch unter Beweis stellen können. Erster Eckball für uns. Ferran Torres bringt diesen jetzt rein für Lewandowski. Und der war richtig gefährlich. Der Torhüter hält aber noch mit seinen Händen. Nächster Eckball für uns. Frenkie de Jong bringt diesen rein auf Robert Lewandowski. Und beim zweiten Versuch macht ihn direkt rein in der 5. Spielminute. Und damit sichern wir uns den ersten Treffer in dieser Partie. Wan-Bissaka hat den Ball. Findet Jadon Sancho. Sancho nimmt den Ball schön an. Sancho findet Lewandowski. Robert Lewandowski ist durch und trifft direkt hier mit seinem Doppelpack innerhalb von 20 Minuten. Denke de Jong am Ball. De Jong findet Ferran Torres. Der nimmt ihn an. Torres jetzt auf Jadon Sancho. Sancho vorbei an den Gegenspieler. Zieht ab in den Winkel in der 33. Spielminute und trifft und macht damit Tor Nummer 3. Pedri hat jetzt hier den Ball. Pedri findet Ferran Torres. Der nimmt ihn schön an. Torres sprintet jetzt hier nach vorne. Immer noch Ferran Torres und auch er trifft. Ja, wenige Minuten nach Jadon Sancho und macht damit den 4. Treffer für die Katalanen. Die erste Hälfte ist vorbei. Wir führen schon mit 4:0 und deshalb würde ich persönlich sagen, können wir simulieren. Denn eigentlich sollten wir keine weiteren Probleme haben. Damit gehen wir jetzt auch rein in die Schnellsimulation und gewinnen am Ende nochmal mit 6:1. Denn Sancho trifft nochmal und Robert Lewandowski. Und damit ja, haben wir sehr entspannte 3 Punkte mitgenommen. Und auch gegen Celta Vigo konnten wir uns durchsetzen. Zwar nicht so eindeutig, aber wir konnten uns durchsetzen. Dank Petri und Robert Lewandowski mit 2:1. Darüber können wir uns nicht beschweren. 3 Punkte konnten wir mitnehmen. Das heißt, wir sind darüber sehr erfreut. Zum Schluss blicken wir nochmal auf die Tabelle. Auf die La Liga-Tabelle, nicht auf die Champions League-Tabelle. Die ja, kennen wir ja schon. Und die La Liga-Tabelle sieht wie folgt aus. Wir sind auf Platz 1, haben Real Madrid wieder zurückerobert. mit 36 Punkten hinter uns. Real Madrid mit 34, dann 5 Punkte Abstand auf Atletico de Madrid. Dann folgt Villarreal, Valladolid. Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Danach kommt auf jeden Fall Sevilla, Almeria, Real Sociedad, Granada, Getafe, Celta Vigo, Espanyol, Barcelona, Valencia, Las Palmas, Osasuna, Girona, Levante, Vallecano, Athletic Bilbao und auf den letzten Platz Real Betis überraschend nur mit 6 Punkten. Aber ja, wir sind recht zufrieden mit dem ersten Platz bei beiden Wettbewerben, sowohl Champions League als auch der Liga, kann man sehr zufrieden sein. Beim nächsten Mal beginnen wir mit der Partie gegen Fenerbahce. Danach kommt ja, das Valladolid, danach Osasuna, dann kommt auch schon die letzte Champions League Gruppenphasenpartie gegen Bodo, dann folgt noch Las Palmas, Vallecano, dann noch 2 Partien, einmal gegen Real Betis und Villarreal im Supercopa. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wir sehen uns dann im nächsten Video, haut rein und ciao!